Ich bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Leito, Madame Res und Cowan. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir Zaubertricks auszutauschen, mein Lieber. Ja, wir sind ein gutes Team, Madame Res. Wiedersehen, Leute. Und danke. Ich habe mich wirklich gut amüsiert. Oh, was ist das? Oh, Orko, hast du etwas damit zu tun? Ganz sicher nicht. Na, wenn das so ist. Für die Ehre! Von Grayskull! Ich bin She-Ra! Bring dich in Sicherheit. Ich versuche, das Ding aufzuhalten. Oh nein. Es ist nicht hinter mir her, sondern hinter Orko. She-Ra, Hilfe! Ich komm schon! Oh je! Ach, du hüpfende Wackelbeere! Wer bist du denn? Und wo ist mein Neffe? Onkel Montag! Orko, mein Junge! Sag mal, Onkel, war das dein Zauber, der uns hergebracht hat? So ist es. Aber ich hatte nicht vor, noch jemanden herzuholen. Sag mal, wer ist denn deine nette Freundin? Komm, ich mach euch bekannt. She-Ra, das ist mein Onkel Montag. Freut mich sehr, meine Liebe. Willkommen in Trolla. Oh, ich danke euch. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Aber verratet mir mal, was ich hier soll. Ja, Onkel. Was sollen wir hier? Wir stecken in großen Schwierigkeiten, Orko. Das Crimson Council ist verschwunden. Hüpfende Hubis. Das sind Schwierigkeiten. Wir brauchen dringend deine Zauberkraft. Aber dich kann ich gleich zurückschicken. Du brauchst dich da nicht einzumischen. Orko ist mein Freund. Ich werde bleiben. Oh, danke, She-Ra. Orko. Hey, was hast du denn? Freust du dich denn nicht, mich wiederzusehen? Wer ist das? Das da ist She-Ra. Mich hast du noch nie so umarmt. Ich muss los. Darüber müssen wir uns später unterhalten. Oh nein, hier geblieben, Mr. Orko der Große. Du gehst nirgendwo hin ohne mich, schon gar nicht mit ihr. Soll mir recht sein. Wohin geht's, Onkel? Zur Unfestung des großen Muckmuck. Araro, Akaro, Zipozek, nichts wie weg. Entschuldigung. Was? Wer seid ihr? Montag, der Leiter der Trollanischen Akademie für Magie und Freunde. Und was wünscht ihr? Wir wollen zum großen Muckmuck. Es geht um das Verschwinden von Crimson Council. Ein Moment bitte. Orko, was ist denn das Crimson Council?
Das ist eine Gruppe der mächtigsten Zauberer von Troller. Sie sorgen dafür, dass das Zaubern reibungslos abläuft. Auf Troller funktioniert alles mit Zauberei. Der große Muckmuck wird euch jetzt empfangen. Geht bitte diesen Weg hinauf. Eure Hoheit. Juhu! Ich bitte um Verzeihung, Montauk. Der große Muckmuck hat sich nicht geändert. Eure Hoheit, ich muss euch sprechen. Es gibt ein sehr großes Problem. Ich weiß, nur kann ich das verrückte Ding nicht stoppen. Danke, Montauk. Nicht, dass mir das keinen Spaß gemacht hätte. Das glaube ich. Aber wir müssen uns über das Crimson Council unterhalten. Blaine! Oh, die Mokes! Blaine, bist du denn... Ah, Montauk, Driel, wie schön, euch zu sehen. Fossabella, erinnert ihr euch noch an meinen Neffen Orko? Er ist gekommen, um uns zu helfen. Mokes, darf ich euch meine Freundin Shira vorstellen? Sie wird euch auch helfen. Eure Hoheit? Ihr seid ja mächtig groß. Und wie ich sehe, schwebt ihr ja gar nicht. Seltsam. Aber sie ist unheimlich hübsch, meine Liebe. Danke. Warum machst du nicht ein Gesetz oder zwei, mein Lieber? Ein Gesetz? Ja! Wir sehen uns später noch. Schätze ich. Also, was wurde gegen das Verschwinden des Councils unternommen? Meine Studenten sind dabei, alle auf dem Planeten noch lebenden Zauberer zusammenzutrommeln. Hoffentlich können wir die Magie auf Troller unter Kontrolle halten, bis wir das Council gefunden haben. Gut, aber wie wollt ihr denn... Oh, galoppierender Gänse ist der Alarm! Aufgepasst, aufgepasst, es kommt, alles aufstehen, wow! Strohsack, was ist das? Das ist eine Maschine, glaube ich, und die gefällt mir nicht. Ich glaube, sie mag uns nicht. Schnappen wir sie uns, Onkel. Jawohl. In Deckung. Das Ding schickt unsere Magie direkt zu uns zurück. Wir können ihm nichts anhaben. Ja, vielleicht nicht mit Magie. Aber mal sehen, was es gegen Muskelkraft zu bieten hat. Oh ja, bravo! Gut gemacht, Shira! Danke. Nicht dafür, Face. Das Ding weiß nicht, wann Schluss ist. Das Blechding hat ja mehr Arme als Multibot. Jetzt reicht es mir aber wirklich. Sie ist großartig. Brillant. Sie ist meine Freundin. Die Spionkamera der Schildkröte funktioniert noch. Wer ist diese Frau? Ich habe sie noch nie gesehen, aber sie hat meinen Plan, den großen Muckmuck und die Mokes gefangen zu nehmen, vereitelt. Und das soll sie mir büßen! Oh, das sieht ganz nach so einer komischen Erfindung von Dr. Zook aus. Wer ist dieser Dr. Zook? Er ist ein böser Erfinder. Er hasst die Magie und meint, Troller sollte von Maschinen regiert werden. Aber das kann nicht sein Werk sein. Er ist schon seit über einem Jahr im Flotsam-Gefängnis.
Ich war sicher, dass er dahinter steckt, aber wenn er im Gefängnis ist? Weißt du, du solltest dich trotzdem mal zum Gefängnis begeben und mit Zook reden. Er könnte eine Idee haben, wer dahinter steckt. Wo ist dieses Flotsam-Gefängnis? Draußen im Singsong-See. Ist es das, Orko? Ja, das Flotsam-Gefängnis. Was ist das für ein Schein da vorne? Das ist ein Anti-Magie-Schild. Deswegen konnten wir auch nicht unsere Magie benutzen, um reinzukommen. Und wir mussten mit dem Boot hinrudern. Ei, ei, ei. Sind das nicht die Nervensägen Orko und diese Muskelfrau? Das passt mir gut. Ich muss sie gebührend empfangen. Ich werde mal klingeln. Das ist seltsam. Nicht so hastig, Orko. Vorsichtig zu sein wäre jetzt ratsam. Orko, das gefällt mir nicht. Ich wusste, das ist nicht mein Tag. Willkommen im Flotsam-Gefängnis. Hüpfende Ludos. Elektroiden. Ei, ei, ei. Was für eine hübsche Sammlung. Dr. Zook, ich dachte, man hätte dich eingesperrt. Wir müssen sofort den Gefängniswärtern Bescheid sagen. Ich fürchte, die Wächter werden diejenigen sein, die eingesperrt sind. Sehr richtig. Ich leite jetzt dieses Gefängnis. Und ihr gebt hervorragende Gefangene ab. Elektroiden. Den Doktor wären wir für eine Weile los. Und nun zu diesen Robotern. Warte, wenn du sie anfasst, werden sie dir deine Kraft entziehen. Na, wenn's so ist. Schon möglich. Wir müssen sie nur finden, bevor Zook und seine Roboter uns finden. Hey, wer seid ihr denn? Ich bin Orko und das sind She-Ra und Riel. Und wer bist du? Ich bin Direktor Umti. Ich habe das Gefängnis geleitet, bevor Zooks schreckliche Elektroiden mich überwältigt haben. Könnt ihr mich befreien? Klar doch. Mackeldi-Mack, Mackeldi-Du, Türe öffne dich im Nu. Direktor, wisst ihr, wo der Crimson Council ist? Wir müssen sie finden. Ja, in Zooks Schiff. Es ist unter dem Dach des Gefängnisses. Ich führe euch hin. Ich sehe hier kein Schiff. Da oben. Sucht ihr was? Schnappt sie euch, ihr Galgenvögel! Zu Befehl! Verflixt und zugenäht. Ich muss schleunigst hier verschwinden. Aber eine Geisel wäre nicht schlecht. Wir werden sie befreien, Orko. Hervorragend! Die Batterie ist voll aufgeladen durch die magische Energie des Councils. Und bald kann ich ihn ersetzen, um der große Muckmuck von Troller zu werden. Für immer! Dafür wirst du büßen, du Schurke! Orko wird das verhindern! Dein geliebter Orko ist kein Gegner für mich. Es ist soweit. Und jetzt zur Unfestung und zur Eroberung von Troller. Ja, 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 ja. Beruhige dich, Orko. Es sind überall Patrouillen unterwegs. Eine davon wird Zooks Schiff schon entdecken. Ja,
Hoheit, Zooks Chef ist gesichtet worden! Hier spricht Zook! Ich fordere, dass mir die Herrschaft über Troller übergeben wird. Wenn nicht, werde ich die Unfestung zu einem fernen, fernen Planeten beamen! Niemals, du Schurke! Nie und nimmer! Na schön, Mukes! Dann bereitet euch auf eure Reise vor! Zook wird gleich einen Strahl abfeuern. Dann haben wir nur eine Chance. Wir müssen das Ziel verschieben. Dann bleibt uns vielleicht genug Zeit und wir denken uns was aus. Oh, das ist eine gute Idee, die Unfestung verschieben. Aber das schafft niemand. Das wollen wir erst mal sehen. Los dann, auf geht's. Gleich ist es soweit. Ich schaffe es schon, ich schaffe es. Und Feuer! Ja! Was für ein Knall! Du Schuft, du! Was hast du gemacht? Na, ich habe... Was? Sie ist ja immer noch da! Aber wie? Shira, du hast es geschafft! Das hat mich all meine Kraft gekostet. Ich bin sehr erschöpft. Oh, oh. Ich glaube, Zook versucht es nochmal. Diesmal werde ich sie ganz bestimmt erwischen. Orko, ich habe eine Idee. Du und Trielle, ihr liebt euch doch, oder? Klar doch. Sicher. Wenn ein trollanischer Zauberer verliebt ist, kann er manchmal seine Zauberkraft auf seine Geliebte übertragen. Sprich nicht weiter, Onkel. Was muss ich tun? Konzentriere dich auf Trielle. 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 Orko? Trielle, wir müssen Dr. Zook das Handwerk legen. Hör gut zu. Er hat einen Kontakt hergestellt, einen sehr starken. Megel die 2, Megel die 3. Durch die Kraft der Magie, lass mich sein frei. Diesmal wird es nicht schief gehen. Was du nicht sagst. Es hat funktioniert, Onkel. Wie alles frei. Wenn sie jetzt nur den Anti-Zauberkraft-Schild ausschalten könnte. Sie hat es geschafft. Der Schutzschild ist ausgeschaltet. Begeben wir uns hinauf. Sie braucht unsere Hilfe. Akaro, Akaro, Wind, hinauf geht's geschwind. Verflixt und zugenäht, du hast alles vermasselt. Elektroiden, ergreift sie. Es wird nicht lang dauern, um den Strahler wieder in Schussposition zu bringen. Es wird länger dauern, als du denkst, Zook. Was? Mascara, Mascaririch, dein Stuhl soll festhalten dich. Nein, nein, Elektroiden befreit mich! Orko, pass auf! Oh, oh, unsere Zauberkraft kann sie nicht aufhalten. Dann werde ich es mit meiner versuchen. Wenn ihr Blechdosen auf jemanden schießen müsst, dann schießt auf mich! Daneben. Aber ich gebe euch noch eine Chance. Hier bin ich! Nein, ihr Obertrottel! Wie es scheint, sind jetzt Dr. Zook und seine Robos etwas verstummt. Stumm sind sie auch viel besser zu ertragen. Und für ihre außergewöhnliche Tapferkeit verleihen wir Orko, Drielle, Montauk und She-Ra den großen Oaklamp-Orden. Lazam, übernehmt ihr die Verleihung? Wow, der Oaklamp-Orden. Nur große Helden bekommen den. Orko, eines verstehe ich nicht. Wie konntest du durch den Anti-Zauberschild mit mir Kontakt aufnehmen? Oh, weißt du, Drielle, das war...
immer so, also? Es war die Liebe, Driel. Orkus Liebe zu dir und deine zu ihm. Shira hat recht. Liebe war der Schlüssel und das ist die größte Zauberkraft, die es gibt. Niemand kann die Liebe aufhalten. Oh, hier ist Loki. Habt ihr gesehen, wo ich mich heute versteckt hatte? Wenn nicht, schaut noch mal genauer hin. Seht ihr mich jetzt? Hier bin ich! Heute möchte ich etwas über Hunde erzählen. Katzen und Vögel, unsere Lieblinge. Wenn ihr ein Tier habt oder euch eins anschaffen wollt, dann denkt dran, dass sie sehr viel Fürsorge brauchen. Wenn ihr noch Fragen zu Haustieren habt, dann lasst eure Eltern einen Tierschutzverein anrufen und denkt immer dran, seid gut zu euren Lieblingen, dann könnt ihr die Liebe dreifach zurückbekommen.